Und morgen lohnt sich schon zu einer weiteren Folge, wollte ich jetzt gerade nicht sagen, aber es wollte ich gerade sagen, aber es passt ja gar nicht. Auf jeden Fall möchte ich heute das Team Kyudo vorstellen. Und zur Hilfe habe ich natürlich den Tellem dabei. Kyudo Server meinst du? Genau. In diesem Video geht es um den Kyudo Server und jetzt zeige ich euch einmal die IP. So, und jetzt. Oh, nein. Ich will nicht Join Server, sondern Edit drauf drücken. Ich habe das so genannt und das ist die IP. Ich glaube, das ist falsch geschrieben, aber ich glaube, die Groß- und Kleinschreibung ist egal. Dann würde ich einmal sagen, join ich mal diesen Server zu. Okay, und es sind gerade 1300 Spieler drauf. Irgendwie komme ich gerade nicht auf den Server. Dann restart Minecraft. So, jetzt bin ich drauf und liebe Zuschauer, ich freue mich jetzt schon so sehr darauf, auf die Nachbearbeitung. Ich muss so viel dafür schneiden. Aber egal. Ich möchte, dass es nämlich gut wird. Zelle, wo bist du gerade? Ich bin gerade am Spawn. Jetzt ich auch. Also, das ist der Teleporter. Da sieht man einmal die ganzen Spiele, die es gibt. Aber wo bist du? Am Spawn. Bei welcher Lobby? Jetzt sehe ich dich. Alles gut. Okay, also mit dem Stern kann man die Lobby wechseln. Und hier, keine Ahnung, was man hier mitmachen kann. Also ich krieg damit nichts hin. Lobby, keine Ahnung. Da gibt es irgendwelche Einzelheiten, die aber eigentlich, glaube ich, unwichtig sind. Und dann gibt es noch die Einstellungen. Ich denke, das ist eigentlich auch relativ wichtig, aber ich habe da auch nichts gemacht. Aber das Wichtigste auch für euch ist einfach hier das, und das ist nämlich der Teleporter. Und da kann man sich zu den, also hier, das ist der Spawn, das ist die Map. Und dann kann man sich zu den verschiedenen Schildern hin teleportieren. Bad Wars. Das Spiel solltet ihr erkennen, man muss das Bett von den Gegner abbauen. Und ja, und wenn das abgebaut ist, muss man die Gegner töten. Und wenn die gestorben sind, dann hat man gewonnen, ja. Und MLG Rush, das habt ihr in der letzten Folge, die auf meinem Kanal rausgekommen ist, gesehen. Und deswegen werden wir es in dieser Folge nicht sehen. Das müsstet ihr euch dann nach dieser Folge angucken. Stick Fight, das werden wir uns jetzt gleich als. Dann joinen wir auch mal direkt rein. Okay. Wenn der Zellen das unbedingt so dringend haben möchte, ich hätte jetzt einmal alle Spiele gezeigt, aber ist okay. Wo bist du? Der? Hier. Und ich würde sagen, wir spielen einmal gegeneinander. One Line. Genau. Aber sie mit Tellem, du musst auch berechnen, dass es bei mir jetzt richtig leckt, leider. So. Ja, das ist doof. Halt, deshalb gewinne ich vielleicht sogar. Ja, nicht nur vielleicht, sondern du gewinnst sogar. Guck das dir mal an. Liebe Zuschauer, oh Mann, gerade eben habe ich den so abgezogen und auch andere habe ich über das Doppelte abgezogen. Bist du wirklich besser als ich. Ja, in diesem Modus bin ich eigentlich voll gut. Ich spring halt einfach mit dir runter. Eigentlich bin ich in diesem Modus voll gut, aber bei Aufnahmen bin ich immer schlecht, nicht weil ich nervös oder so bin. Das will ich auch ein Klitz wissen, aber gerade überhaupt nicht eigentlich. Sondern das ist, weil es bei mir irgendwie ein bisschen lag, die FPS sind weiter runter. Das habe ich auch alles im letzten Video erzählt. Und ich habe mich auch darüber ein bisschen beschwert. Ich finde das richtig doof. Und ich habe es immer noch nicht geschafft, das zu beheben. Und ich weiß nicht, ob ich das überhaupt schaffen werde. Und ja, ihr seht schon, man muss einfach den Gegner runterschubsen. Das ist zum Beispiel gut, um bei Bad Wars auf einem Einerweg dann, wenn man einen Gegner trifft, zu üben halt, dass man dann gewinnt und den anderen runterschlägt. Ja, dafür ist es eigentlich gut. Und die Mitte ist nur zur Orientierung, dass man dann in der Mitte ist, hierbei. Okay, ich würde sagen. Ja, okay, das reicht. /11/Lobby. Okay, gut. Und jetzt sind wir hier, dann drücke ich mal auf zurück zur Lobby und dann so. Gehen wir auf das nächste Spiel, das ist Knockback, das... Und go. Genau, Zellum, wo bist du? Ich bin da. Ich sehe dich nicht. Ja. Ah, jetzt. Ja, komm rein. Ich hoffe, wir finden jetzt auf Anhieb einen Server, ja, ganz oben, Kompass. Ja. Und wir wollen nämlich einen kurz haben, der... wo nichts drauf ist. Ach, Tellem. Du beginnst nein, einfach schon. Okay, es gibt nämlich oben eine Plattform, das spawnt man. Und dann gibt es hier eine Map. Und man sieht schon, das hier sind die Items. Der Tellem hat irgendwie auch noch Blöcke, aber ich habe irgendwie keine Blöcke. Vielleicht ist es nicht in deiner Hotbar. Guck mal kurz, dann schlage ich dich in der Zeit nicht. Nee, es ist nirgendwo drin. Und das hier, man hat ein Cobweb, eine Enderperle oder auf der Blöcke ist ein Sandblock, ne? Obwohl der Block heißt.
Skill. Das hier macht richtig viel Rückstoß und das hier macht nur Attack Damage. Und ich möchte den Talem nämlich töten. So, das sieht man. Boah, es leckt so bei mir, das ist grausam. Glaub ich dir. Und deswegen mache ich jetzt so. Hilfe! Hilfe! Ah. Wow, die Enderperle hat es voll gebracht. Klammer nicht. Und mit dem Bogen macht man halt nur Rückstoß. Also meiner Meinung nach bringt er nichts. Man hat einen Pfeil. Wenn man nichts trifft, dann bekommt man den Pfeil nicht mehr zurück. So, ich mache noch eine kurze Runde und so. Zack, zu ihm und runterschlagen. Ja, okay. So gut wie tot. Ich habe noch 3,5 Herzen. Aber egal, Slash Lobby. Das nächste Spiel ist Bridge, genau. Das ist eigentlich ganz einfach. Man muss da nur... Da müssen wir jetzt nicht dabei sein, also zu zweit sein. Ja, das stimmt. Dabei muss man einfach nur, man bekommt Blöcke. Man sieht hier schon rechts die besten 6,02. Das heißt, die haben gegottbridged, um nach rüber zu kommen. Das ist einfach rückwärts rennen und Blöcke setzen. Dafür braucht man eine extrem gute Maus, damit man so gute Klicks machen kann. Ich zeige es einmal kurz. Ich kann nämlich nur fast bridgen. Das ist noch in Sättigung. Ja? Okay. Und man sieht, die Zeit wird abgemessen und hinter mir verschwinden auch die Blöcke nach einer Zeit. Das heißt, wenn man ganz normal macht und ich habe es geschafft und okay, schnell nach zurück und 20,94. Das ist ganz schlecht. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Spiel. Das nächste Spiel ist Capture the Flag. Oder Capture heißt das hierbei. Das haben wir selbst noch nicht so viel gespielt. Ich habe es noch gar nicht gespielt. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Ja, so, cool. Hallo. Hallo. Ich bin so, einfach. Und warte kurz, bevor wir anfangen, blende ich euch jetzt einmal kurz einen Plan für die nächsten 2 Wochen ein. So, ihr seht, am Mittwoch kommen dann die Bergmännchen und so. Ihr seht ja alles und jetzt seht ihr einmal den nächsten Plan für die nächste Woche, also nach 2 Wochen die Woche danach. Und so wird das dann für immer erstmal sein, bis das dann halt wieder gewechselt wird, was ich euch dann aber auch wieder sagen werde, wann das passiert. Okay. Ja, ich wollte das als kleine Info noch ganz sagen, damit ihr wisst. Hin. Okay, damit ihr wisst, wie. Dein Team, ich bin blau. Ich auch? Nee. Doch, komm, wir müssen zusammen. Okay. Nein. Da muss ja aber jemand anders rein. Tutorial. Das Spiel, die Kids, das Scoreboard, Verteilung der Punkte. Laufe über eine Flagge, eines gegnerischen Teams. Okay, ich glaube, jeder weiß, wie es funktioniert. Wähle ein Kit. Ich würde Archer nehmen. So, ihr könnt das alles einmal stoppen. Nee, bitte schon, falls ihr nicht wisst, wie das Ganze geht. Ich gehe das einmal ganz schnell alles durch. Na, so. Wähle dir ein Kit aus und dann sollte es hoffentlich losgehen. Wähle ein Kit. Welches nimmst du? Ich habe das noch nie gespielt. Ich habe das Flag, also ich habe keine Ahnung. Okay, ich bin Archer. Schärfe 1. Ja, du nimmst natürlich Archer. Ja, das ist typisch du. Oder das. 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 Oder okay, ich nehme das erste. Das gefällt mir am besten. Ich glaube, wir fangen nicht an, solange keine anderen hier drin sind. Weil 1 vs 1 ist ein bisschen unnötig. Egal. Wann beginnt das denn? Ja, wenn 2 andere noch reinschauen. Wow, okay. Ich glaube, da müssen wir noch warten. Auf jeden Fall sind ja eigentlich relativ viele auf dem Server, deswegen. Also, ich finde der Server ist eigentlich recht toll. Ich habe dieses Video gemacht, weil ich es einfach nicht geschafft habe, Electricity rauszubringen. Weil ich bin ja in das 4. Jahrhundert. Wir sind noch nicht fertig. Wir haben noch Cobweb nicht gemacht. Ich weiß. Ja, und? Ist es nicht wichtig? Doch, das zeige ich danach. Hey, kurz, kennt ihr das? Ach so, okay. Okay, dann warten wir jetzt einmal kurz und dann sehen wir uns gleich wieder. So, liebe Zuschauer, jetzt sind wir wieder da. Wir haben jetzt schon relativ lange, wirklich schon ziemlich lange eigentlich gewartet. 10 Minuten für eine Stunde. Wieso, lachst du? Okay. Und wir denken jetzt, dass keiner mehr kommt und wir haben jetzt keine Lust mehr, noch länger zu warten. Deswegen würde ich sagen, machen wir Slash L. Genau, du wirst das auch geschrieben, wie ich es geschrieben habe. Okay, so. Und, wow. Ja, ihr seht hier noch ein bisschen von der Map. So. Und dann gehen wir einfach zu dem letzten Punkt und das ist Cobweb. Der Talem ist jetzt leider auf einem anderen Server, keine Ahnung wieso der ist. Ich weiß jetzt nicht, was ich da noch machen soll. Mit Cobweb irgendwie keine Lust, deshalb. So, man muss den Befehl eingeben, das stand aber auch gerade eben gut.
das stand, ich meine, es wurde richtig gut gerade eben eingeblendet. Ich versuch's mal und ich hab's natürlich beim ersten Mal geschafft. Aber wenn ich das jetzt aus einer höheren Höhe mache, zum Beispiel das Ganze mit zum Beispiel jetzt nur 100, okay, das wird jetzt richtig lange dauern. Oh, da unten ist jemand bei 90 oder 80. Dann fahre ich natürlich immer schneller und schaffe es manchmal, das zu platzieren. Okay, so geht das also hier. Man muss einfach slash copyright und danach die Höhe angeben. Und man sieht ja auch alle anderen, die hier das machen. Und ja, das war's dann eigentlich auch schon von dem Server. Ich finde, da fehlt irgendwie nur noch 1 versus 1 oder so etwas. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, hinterlasst doch einen Like, also einen Daumen nach oben. Dann bis bald! Bis bald!